Hey Leute und willkommen auf meinem Beauty-Kanal. Heute möchte ich euch sehr, sehr gerne meine liebsten Lippenstifte für den Herbst bzw. für den Winter zeigen. Ich habe mir jetzt mal 5 Lippenstifte rausgesucht, wo ich der Meinung bin, dass sie perfekt zu dem Herbst passen bzw. zum Winter passen und die ich natürlich auch persönlich total gerne trage. Wie ihr ja wisst, bin ich ein riesen Lippenstift-Fan und ein Make-up ohne Lippenstift geht für mich eigentlich gar nicht. Und deswegen dachte ich euch, ich zeige euch einfach mal meine Top 5. Und ja, wenn ihr sehen wollt, welche das sind, dann bleibt auf jeden Fall dran. Hinterlasst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo. Ich würde mich total darüber freuen. So verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Der erste Lippenstift, den ich euch gerne zeigen möchte, ist der, den ich gerade trage. Und zwar ist es von Catrice. Der Ultimate Color Lipstick in der Farbe 20 Maroon, das ist eigentlich so mein absoluter Favorite, wenn es um Alltagslippenstifte geht. Ich finde aber auch, dass man den sehr, sehr gut zu Abend-Make-up kombinieren kann. Also sowohl für Alltag als auch für Abend-Make-up, finde ich, kann man den super kombinieren. Oder einfach nur zu einem Eyeliner und ganz dezenten Lidschatten, finde ich, passt es einfach perfekt zusammen. Diese Farbe hat einfach die perfekte Mischung aus Braun und Rosé. Also das ist jetzt nicht ganz so ein Braun, was so Richtung Schokobraun geht, sondern hat einfach so einen Rosé-Touch drin. Und passt auch perfekt zu meinem Hautton. Nude ist ganz oft schwierig bei meinem Hauttypen, weil es mich sehr oft auch so fahl aussehen lässt und so krank, einfach wenn ich was trage, was einfach zu bräunlich ist oder zu nudig ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen dieser Rosé-Touch, finde ich, passt einfach perfekt zu meinem persönlichen Hautton. Aber ich denke auch, dass der zu vielen, vielen anderen Hauttypen und Hauttönen passen würde. Was ich jetzt abgesehen von der Farbe natürlich super an dem Lippenstift finde, ist, dass er sehr feuchtigkeitsspendend ist. Also er gleitet über die Lippen wie Butter und es fühlt sich auch so an. Also es ist sehr angenehm zu tragen. Bei der kalten Jahreszeit können Lippen ja sehr oft sehr trocken sein und der spendet viel Feuchtigkeit und es sieht so glänzend, glossig aus. Und man hat kein Problem, dass die Lippen rissig aussehen und wie gesagt, es fühlt sich super angenehm an. Die Pigmentierung ist wahnsinnig gut, also ich gehe einmal über die Lippen drüber und habe schon die perfekte Farbabgabe. Natürlich dadurch, dass er so feuchtigkeitsspendend und butterartig ist, ist er jetzt nicht abriebfest oder kussfest, ganz klar. Man muss auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass er dann ausläuft. Deswegen würde ich einen Lip Liner empfehlen. Aber das ist für mich einfach so die perfekte Alltagsherbstfarbe. Ich liebe diesen Lippenstift über alles. Und er duftet auch sehr angenehm. Ich finde, er riecht so ein bisschen fruchtig, aber nicht so penetrant, sondern sehr, sehr angenehm und dezent. Also das ist wirklich einer meiner allerliebsten Lippenstifte, die ich überhaupt habe. So, das ist der nächste Lippenstift. Und zwar ist es von NYX. Der Liquid Suede, ich hoffe, man spricht das so aus, Cream Lipstick in der Farbe Vintage. Und zwar ist es ein sehr, sehr dunkler Schokoladenton, aber hat auf jeden Fall auch was Bordeaux-Farbenes drin. Also es ist jetzt nicht ganz ein Schokobraun, aber hat halt einfach so einen lila Touch irgendwie drin. Und diese Farbe finde ich auch mega in Kombination einfach nur mit Eyeliner. Und vor allen Dingen bei sehr, sehr hellen Hauttypen finde ich das so schön. Also ich mag das total, wenn jemand eine sehr helle Haut hat und dann so einen dunklen Lippenstift trägt. Ich finde das absolut schön. Und auf jeden Fall, wie gesagt, in Kombination mit einem sehr schlichten Augen-Make-up oder vielleicht auch nur Wimperntusche ohne Eyeliner, finde ich, ist so eine Farbe perfekt zu kombinieren. Natürlich auch dann in Kombination mit so einem schönen bordeauxfarbenen Oberteil, finde ich, kann man den einfach absolut gut kombinieren. Das ist natürlich Geschmackssache, ob man so dunkle Lippenstifte mag, aber wie gesagt, ich liebe diese Farbe. Der ist natürlich jetzt matt und ist jetzt nicht ganz so angenehm zu tragen wie der von Catrice eben. Er fühlt sich natürlich dadurch, dass er matt ist, wesentlich trockener an, ganz klar. Hier würde ich natürlich empfehlen, auch vorher vielleicht die Lippen zu peelen, dass man halt keine Hautschüppchen sieht oder dass man die halt nicht betont und natürlich auch mit einem Lip Liner zu arbeiten. Ich habe den jetzt persönlich ohne Lip Liner aufgetragen, einfach weil ich jetzt keinen passenden dazu hatte. Auch ohne Lip Liner funktioniert es durch den schönen Applikator sehr, sehr gut. Er ist jetzt nicht ganz abriebfest und kussfest, aber hält natürlich wesentlich besser als jetzt so ein Creme-Lipstick. Also man hat jetzt zwar schon so einen leichten Abdruck am Glas, würde ich sagen, aber die Abnutzung ist wirklich absolut okay und er hält wirklich sehr, sehr gut. Man braucht zum Abschminken auch ein bisschen was Ölhaltigeres, damit er leicht abgeht. Also die Haltbarkeit ist wirklich bei dem natürlich wesentlich besser als bei dem Creme-Lipstick gerade eben. Ja, und dieser Ton schreit für mich auch wirklich regelrecht nach Herbst. Das ist so ein
absolut wunderschöner Schoko-Bordeaux-Ton. Ich liebe diesen Lippenstift und ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Lippenstift findet. Was auch schön ist an der Farbe, ist, dass er die Zähne ein bisschen weißer aussehen lässt. So, der nächste Lippenstift ist auch erst seit kurzem einer meiner Favoriten. Und zwar habe ich den entdeckt bei dem Video YouTuber bestimmen mein Make-up. Den habe ich empfohlen bekommen von der lieben Molly. Ich werde euch das Video unten in die Infobox verlinken. Das ist echt so cool. Schaut auf jeden Fall mal rein. Auf jeden Fall habe ich den von der Molly empfohlen bekommen. Und das ist nämlich der hier von MAC. Das ist der matte Lippenstift in der Farbe Diva. Und der ist auch sehr ähnlich wie der vorherige, nur dass der hier ein bisschen was Rötlicheres drin hat, beziehungsweise würde ich sogar sagen, dass der so ein bisschen was Pinkes auch drin hat. Also der vorher war so ein bisschen bräunlicher lila und der ist ein bisschen rötlicher, pinklicher. Also Farben zu beschreiben ist echt ein bisschen schwierig, aber der hat auf jeden Fall ein bisschen was Bärigeres noch drin und was Rötlicheres. Das ist auch ein matter Lippenstift, der ist aber jetzt nicht ganz so trocken wie der NYX Liquid Suede. Also der ist wirklich auch von der Haltbarkeit sehr, sehr gut. Der hält zwar auch, ist aber jetzt nicht ganz so krass wie der vorherige. Und daher auch ein bisschen angenehmer zu tragen. Er ist zwar so ein bisschen matt, aber vom Lippengefühl her ist er einfach angenehmer. Von der Farbabgabe ist der hier natürlich auch mega, also man muss den nicht wahnsinnig schichten, dass man so ein intensives Ergebnis bekommt, sondern geht einmal drüber und hat gleich das perfekte Ergebnis, natürlich auch wieder in Kombination eventuell mit einem Lip Liner. Also bei so dunklen Farben würde ich immer Lip Liner empfehlen. Auf jeden Fall ist es auch einer meiner Lieblingstöne im Herbst und auch in Kombination mit Eyeliner. Also ich glaube, man sieht so ein bisschen so eine Linie bei mir im Herbst, Winter, finde ich den absolut schön. Und ich hätte tatsächlich auch einen Dupe entdeckt, also für diejenigen, die sich keinen von MAC kaufen möchten, habe ich hier einen anderen und zwar von NYX, die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Kopenhagen. Das ist dieser Ton hier. Der sieht jetzt natürlich ein bisschen heller aus, also wenn man den schichtet, kann man den auch so dunkel bekommen im Endeffekt. Also er ist wirklich sehr, sehr ähnlich, auch vom Farbton her, weil der auch so ein bisschen was Pinkes drin hat. Und wenn ich euch jetzt den von MAC daneben swatche, also ihr seht vielleicht, wie ähnlich sich diese Töne sind. Also das ist der von NYX und das ist der von MAC. Der von NYX hat noch ein bisschen was Pinkeres drin, der von MAC ein bisschen mehr was Rötliches, aber die sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Also man könnte, wenn man so einen ähnlichen Ton haben möchte, auch den von NYX kaufen und dann hätte man auch fast die gleiche Farbe. So, bei diesem Lippenstift werden sich die Meinungen jetzt wahrscheinlich sehr, sehr teilen. Das ist halt so ein richtiger Bam-Lippenstift und entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Ich finde ihn mega. Das ist auch von NYX und zwar ist es die Simply Vamp Lip Cream in der Farbe She Devil. Und den finde ich ja so toll, weil er irgendwie fast schon schwarz ist. Also er geht schon ins Schwärzliche rein. Man sieht aber immer noch so einen leichten, pinken, bärigen Unterton. Also es ist jetzt nicht so, dass er komplett schwarz ist, aber er ist natürlich extremst dunkel. Ja, so eine Farbe muss man sich natürlich trauen, ganz klar. Aber auch wieder in Kombination mit einer hellen Hautfarbe, finde ich, sieht es einfach mega aus. Von der Handhabung an sich ist dieser Stift jetzt nicht einfach. Also ich habe auch jedes Mal Probleme, den aufzutragen, einfach weil er richtig butterartig ist. Und dadurch, dass es so dunkel ist und dieser Applikator bzw. dieser Stift einfach so dick ist, malt man einfach extrem schnell raus und er läuft halt einfach ein bisschen aus, dadurch, dass er so butterartig ist. Dementsprechend ist er natürlich mega angenehm zu tragen, weil er sehr feuchtigkeitsspendend ist. Und das Problem bei so ganz dunklen, matten Lippenstiften ist, dass sie auch sehr, sehr schnell patchy aussehen können, weswegen man ja oft einen Lip Liner dann drunter auftragen muss, weil die Farbabgabe dann nicht mehr ganz so gleichmäßig ist bei so dunklen Farben. Aber bei dem ist es so, dass man den schichten kann und dann relativ gut gleichmäßig hinbekommt, auch ohne Lip Liner. Ich habe natürlich jetzt das mit Concealer noch ein bisschen umrandet, weil er einfach sehr leicht ausläuft. Also von der Handhabung ist der jetzt wirklich nicht so der Wahnsinn und man braucht wirklich ein bisschen Zeit, unter anderem weil die Spitze halt so dick ist, aber er ist einfach super angenehm zu tragen. Und es ist halt jetzt, wie gesagt, kein matter, dunkler Ton, sondern ein glänzender, dunkler Ton, weswegen mir der auch sehr, sehr gut gefällt. So, der letzte Lippenstift, den ich euch zeigen möchte, ist dieser hier. Und zwar ist der von Beauty Big Bang. Das ist der Liquid Lipstick in der Farbe Nummer 03. Und das ist jetzt ein Ton, der geht so ein bisschen ins Gräuliche.
Man hat zwar so einen ganz, ganz leichten Rosé-Touch drin, geht aber wirklich schon sehr ins Gräuliche. Also ich finde, dass das für meinen Hautton schon sehr grenzwertig ist. Also wäre er noch ein bisschen gräulicher, glaube ich, würde das nicht gut aussehen. Natürlich ist es jetzt wieder Geschmackssache, aber ich finde, dieser Ton geht wirklich noch. Vor allen Dingen in Kombination, wenn man den mit so einem schönen Schokobraun auf den Augen trägt oder mit so ein bisschen Gold drin. Jetzt so in der Kombination würde ich es nicht unbedingt tragen, aber ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie ich den mal kombiniert habe. Ich habe dazu mal ein Video gedreht. Schaut gerne mal rein, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, so würde ich den Liquid Lipstick auf jeden Fall kombinieren. Und der ist wirklich auch leicht zu handhaben. Also man kann ihn super leicht auftragen durch diesen Applikator. Das geht super schnell. Er ist sehr, sehr gleichmäßig. Er trocknet natürlich sehr, sehr stark und da will ich wirklich sagen, da müsst ihr vorsichtig sein, weil der wirklich extremst, extremst trocken ist. Aber der ist auch sehr abriebfest. Also ihr könnt da hinreiben, wie ihr wollt. Er geht einfach nicht runter. Und der ist zum Abschminken auch sehr, sehr anstrengend. Also der hält wirklich bombenfest. Ist aber wie gesagt sehr, sehr trocken. Wie gesagt, die Farbe würde ich kombinieren mit so wunderschönen Schokobrauntönen auf den Augen, an den Klamotten und dann finde ich, sieht der super im Herbst aus. Also ich persönlich liebe diesen Liquid Lipstick. Ja, so das war's zu meinen Lippenstiften, die ich gerne im Herbst und Winter trage. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, welcher Lippenstift euch besonders gut gefallen hat und schreibt mir auf jeden Fall auch Empfehlungen in die Kommentare. Schreibt mir mal rein, welchen Lippenstift denn ihr gerne tragt und vielleicht gucke ich mich ein bisschen um. Also ich bin immer offen für Vorschläge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Like, wenn es so war und hinterlasst mir natürlich gerne ein Abo. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder rein und ich wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr schöne Zeit und bleibt auf jeden Fall gesund. Ciao, ciao!